10 Jahren lehrt der oberösterreichische Maler Siegfried Anzinger an der Kunstakademie in Düsseldorf. Der Träger des österreichischen Staatspreises gibt sein Wissen auch einer jüngeren Generation weiter. Werke des Meisters und seiner Schüler sind jetzt in der Galerie Grinzinger zu sehen. Nackte Frauen in den Bäumen, mystisch, erotisch und humorvoll gestellt von Siegfried Anzinger. In seiner Bilderserie will der Maler den weiblichen Akt befreien. Statt auf Stand und Spielbein stehen und liegen seine fantastischen Figuren auf Ästen und Blättern. An der Düsseldorfer Kunstakademie zu lehren, ist für den gefragten Professor ein Ansporn, selbst mehr zu malen. Du bist einfach als Lehrer spannender, wenn du selber aus dem Atelier kommst und wieder gescheitert bist, dann bist du auf Sechs seiner Meisterschüler hat Anzinger zu einer Doppelausstellung nach Wien mitgenommen. Wie ihr Lehrer sind sie traditionelle Maler, die auf ihren Bildern die Welt nicht nur abbilden, sondern ihren eigenen Fantasien freien Lauf lassen. Nächste Woche wird in London der Nachlass von Prinzessin Margaret versteigert. Der Grund: die Kinder der vor 4 Jahren Verstorbenen konnten die Erbschaftssteuer nicht bezahlen. Schon gestern war es aufgerufen, hinter den Palästinensern zu stehen. Das war ein blutiges Massaker gegen Zivilisten, sagt der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas. Trotz aller Gewalt will er eine Volksabstimmung über eine Zwei-Staaten-Lösung durchführen. Termin ist der 26. Juli.